Passt. Passen ordentlich. Ja. Ich hoffe nur, dass du mir nicht zu viel wegnimmst, halt, sodass der Bauernhof auch nicht mehr draus geht. Ja, das hoffe ich auch. Vielleicht hätte ich ihn einfach ein Stück weiter nach links setzen sollen. Naja. Können wir speichern. Genau, speichern wir. Ich habe Gold gefunden. Spiel gespeichert. Okay. Granit gefunden. Ach, zum Thema Gold, das wollte ich eigentlich auch bauen. Lassen. Ich hab Granit gefunden. Granit? Oh mein Gott. Brauchst du dringend. Ja, ich meine, es ist ganz nett, wenn man halt alles andere schon abgebaut hat. Dann ist das ganz gut zu haben. Ich Kohle gefunden. Ach, da hinten ist Kohle. Bei dem alten Spiel konnte man sogar Steine, also die normalen Steine, auf Berge draufsetzen. Das geht in dieser Version gar nicht mehr. Das heißt, du konntest dann quasi Steine auf Granitbergwerk Felsen machen. Okay. Ja, dann hattest du quasi so einen Bereich, der einfach nur dafür da ist, Steine zu produzieren. Hey, jo. Okay. So, wo ist die Münzprägerei? Da. Eisen. Achso. Mach ich mal eine Münzprägerei, genau. Was? Genau das wollte ich machen. Schicke ich nochmal einen Erkunder vor. Also wir sind ja jetzt, glaube ich, in der Mitte. Oder? Ah, okay. Muss gerade mal mein Headset umstecken und alles. Kein Ding. Ah, so viele Meldungen. Beachte die kaum, muss ich ganz sagen. Das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich gut ist, aber naja. Ach, da ist nochmal Eisenerz, okay. Oben ist Gold. Zwei Geologen hinschicken. Und ich möchte hier bitte auch noch mal einen Geologen. Gold. Kohle. Kohle. Ja, alles klar. Ah, da habe ich dann den Hafenplatz von dem anderen entdeckt. Ah, okay, hier komme ich durch. Ich glaube, ich brauche mehr. Uah! Meine Waschstube ist fertig. Ich habe dir keinen Platz bei deinem Ding genommen. So und so ein bisschen was, aber. Ja, ja. Es hat funktioniert. Ja. Das ist das, was wichtig ist. Weil mein Ausbau ist noch im Gange. Könnte ich oder? Kann ich das? Man kann ihn, glaube ich, gar nicht abbrechen, ne? Nee, kann man nicht. Ah, ist egal. Naja, wird schon klappen. Jetzt muss ich mich hier erstmal um diesen Berg rumschlängeln. So. Ich habe noch gar keine Geologen hingeschickt. So. Ah, hier ist noch nichts. Aber trotzdem will ich bald mal anfangen, hier größere
Militärgebäude zu bauen, sonst wird das hinterher kritisch. Naja, werde ich wohl auch mal machen. Zumindest Wachstuben. Naja, Wachstuben, das ist halt auch nur ein einziger mehr, ne? Wachturm naja. Sind dann schon 6. Richtig. Ich sende erstmal Speer aus. Ja. Ja. Ich verstehe dieses Ding nicht. Tja. Bing. Ja, das wird jetzt noch mehrmals kommen, wahrscheinlich. Kohle. Eisenerz. Okay. Da Eisen, da Kohle. Kohle. Oh, Rohstoffe sind knapp, Brett. Tja, ne? Das ist krass, ja. Du hast halt nur ein Sägewerk, oder hast du noch eins gemacht? Ja, ist gerade fertig gebaut worden, das nächste. Meine Baumstämme gehen nur zur Neige. Langsam. Mal mehr Bauernhöfe bauen. Mehr Bauernhöfe? Ja. Na, soll ich vielleicht auch mal. Ich glaube, du hast schon mehr als ich, aber natürlich kannst du. Ich habe 2. Achso, okay, ja, dann habe ich mehr. Ich habe nämlich 3. Jo, ich weiß. Siehst du, ne? Und ich baue jetzt rechts nochmal 2. Naja. Ja, ich baue unten nochmal eine Produktion. Aber ich habe halt nur eine Mühle und eine Bäckerei, also ich produziere fast noch nichts. Schweinezucht oder Brauerei? Oder Eselzucht? Mach erstmal eine Schweinezucht. Ja, ja, Eselzucht braucht man. Erstmal essen. Genau. Weil, was ist eigentlich besser an der Schweinezucht gegenüber Bäckerei? Kannst halt, großen Unterschied. Also eine Sache ist natürlich, dass du in ein Bergwerk nur jeweils 2 von jedem einlagern kannst und dadurch hast du halt einfach ein größeres Lager oder Bereitschaft für Dingen. Vielleicht machen gewisse Bergwerke auch irgendwie schneller ihre Arbeit mit gewissen Essen, ich habe keine Ahnung. Und zusätzlich finde ich es halt gut, genau das, was ich dir gesagt hatte. Du kannst zum Beispiel jetzt die Schweinezucht so einstellen, dass sie weniger bekommt als die Brauerei. Dann hast du halt so eine schöne Reihenfolge an Sachen, die gemacht werden. Ne? Ja. Mühle zuerst, dann Brauerei, dann Schweinezucht sozusagen. Ne? Dann hast du zum Beispiel diesen Bonus an Essen, falls du genug Weizen hast. Aber die Brauerei bekommt halt dementsprechend auch genug, damit die immer arbeiten kann. Was aber eigentlich auch nicht so wichtig ist, weil wenn du einmal irgendwie eine Brauerei hast, dann machst du, was weiß ich, 50 Bier oder so und dann kannst du die ausschalten, weil du musst ja mit der Schmiede musst du erstmal ne, das ganze Kram haben, plus er muss doppelt so viel produzieren, weil er immer ein Schild und ein Schwert produzieren muss, um einen Soldaten zu erzeugen. Ja, okay. Also es dauert halt ewig. Deswegen, also theoretisch kann man dann irgendwann einfach die Brauerei ausmachen. Terroristisch gesehen. Okay. Ajo.
So, und... Okay, ein Gegner ist da noch nicht in Sicht. Am äußeren Rand hast du auch richtig, richtig viel Gold. Nur, dass du es weißt. Was im äußeren Rand? Naja, also, das nenne ich... Ich nenne den äußeren Rand das, was halt außerhalb von diesem Fluss da ist oder so. Diesen komischen Längen. Ach so, da hinten. Das ist dieser äußere Rand halt. Ja, okay. Den nenne ich zumindest so. Weil das halt so abgeschottet ist von dem Rest, so, weißt du? Ja, stimmt. Richtig, richtig viel Gold. Und Kohle. Das heißt, du kannst da direkt, also, das ist ein guter Platz für eine Goldproduktion tatsächlich. Naja, die habe ich jetzt schon. Gebiet verloren! Das. Was wagst du? Achso, wegen deiner Wachstuben. Okay, ja. So, Eisenerz gefunden. Okay, da oben ist Kohle. Okay. So, ja, das sieht ganz gut aus da. Meine Baracke. Ich ziehe mal einen Holzfäller hin, weil ich habe schon irgendwie ziemlich viele Holzfäller, glaube ich, abgebaut. Überall. Okay. Ja, doch nochmal Fischhütte hin. Weißt du, was an diesem, was dieses, das hatte, diese Idee hatte ich als kleines Kind schon. Wenn du an eine Fahne einfach einen Holzfäller schicken könntest, der dann einfach einen Baum oder zwei oder so abbaut. Stimmt, das wäre gar nicht mal so schlecht, ja. So, ich bin in der Mitte und habe irgendwie schon richtig, richtig viel Platz eingenommen mit meinen beiden Waschstuben. Ja, ich bin auch in der Mitte gekommen schon. Da baue ich gerade Waschstube. Ich habe Gebiet verloren, oh mein Gott! Nein! Wer wagt es? Greif ihn an, sofort! 20.000 Soldaten schicken. Ja, sofort. Vollinvasion. Eisenerz, Gold gefunden, Kohle gefunden. So viele Nachrichten, Junge, so viele Nachrichten. Kohle gefunden. Okay. Oh, what the fuck? Ich glaube, hä? Oh, nee, ich habe einen Stau. Ja, dann bau mal ein Lagerhaus oder sowas. Nee, ich glaube, das scheint ein Deadlock zu sein. Wo? Bei meinem Haupthaus. Kannst du kurz Pause machen? So. Kann ich? Ah ja, okay. Also ich habe gerade Pause gemacht. Ah gut. Ja. Okay. Warum denkst du, dass das ein Deadlock ist? Weil drumherum Leute stehen, die Waren dahinlegen wollen, auf die Mitte. Aber es wird nichts wirklich ab... abtransportiert. Ja. Ich glaube, ich werde mal gucken, dass ich drumherum die nochmal verbinde, also ein paar Alternativrouten schaffe. Mach mal Pause wieder raus, ne? Ja, jo. Ich glaube, ich bin das schon relativ schnell aus dem Weg gegangen, einfach, dass ich Lagerhäuser gebaut habe. Weil dann wird. Ja, bei mir ist halt. Na, wobei. In der Mitte ist halt schon ziemlich viel, was passiert. Ja, doch, also so ein bisschen passiert es hier tatsächlich doch auch. Kann ich hier eigentlich noch einen Weg bauen? Nee. Man kann es halt meistens kaum vermeiden, dass man in der Mitte, da wo man halt anfängt, da wo man ziemlich viel am Anfang direkt baut, und da halt auch. Einen Stau kriegt. Ja, schon, klar. Aber durch Lagerhäuser wird ziemlich viel tatsächlich davon abgefangen. Einfach weil die Waren von weiter weg nicht mehr dahin geschickt werden müssen. Das ist richtig. Gold gefunden.